zusammen. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Ich habe mir diese Woche ein etwas anderes Video ausgedacht. Und zwar steht bei mir momentan sehr, sehr viel an. Und ich bin gerade sehr damit beschäftigt, meinen Weg mit dem Umgang mit Stress zu finden. Ich habe euch die Woche mitgenommen, einfach mit ein paar kleinen Ausschnitten, um euch zu zeigen, dass nicht immer alles perfekt ist und auch ich damit struggle, alles unter einen Hut zu bekommen. Gerade weil jetzt einiges wieder an Uni-To-Dos ansteht, ich viel gearbeitet habe und ja, so ein paar Dinge einfach im Hintergrund gelaufen sind. Trotzdem ist es mir wichtig, gerade in so Wochen mich zu priorisieren und einfach zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man auf sich Acht gibt und trotzdem sich die kleinen Auszeiten im Alltag nimmt. Und ich habe generell in dieser Woche nicht alles mitgefilmt. Das heißt, ich hatte einige Tiefpunkte. Mir geht es generell gut, aber ich habe in dieser Woche wirklich damit Probleme gehabt, alles unter einen Hut zu bekommen und die Ruhe zu bewahren. Und so Wochen gibt es bei mir eben auch. Ich möchte da einfach ehrlich mit euch sein und ich hoffe, es geht euch allen gut und nehmt euch gerne was Gemütliches zum Snacken oder zum Trinken und ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Und zwar starten wir mit dem Montagmorgen. Momentan probiere ich morgens nicht mehr ans Handy zu gehen, sondern die ersten Stunden einfach für mich zu haben und auch wenn ich an dem Tag arbeite, einfach 1-2 Stunden früher aufzustehen. Und ich schaue mir momentan fast jeden Morgen den Sonnenaufgang an, also das kann ich nur empfehlen. Ich habe dann direkt danach gefrühstückt. Ich merke gerade in stressigen Zeiten, dass es so wichtig ist, dass ich meinen Körper mit Energie versorge und probiere deswegen immer schon direkt nach dem Aufstehen etwas zu essen. Und dann gab es auch den zweiten Kaffee und ich habe mich auf den Weg zur Arbeit gemacht. Ich fange ja eigentlich immer sehr früh an zu arbeiten. An dem Tag hatte ich mir einfach ein bisschen länger Zeit für mich genommen und bin dann zur Uniklinik gelaufen. Und das sieht man zwar hier nicht auf dem Video, aber mit meinem Kopf war ich sehr viel auch bei meinen Uni-To-Dos und das hat mich innerlich leider dann schon gestresst, weil ich einfach wusste, wie viel ich noch zu Hause zu tun habe. Ja, und da ist es mir eben auch wichtig, ehrlich mit euch zu sein. Ich bin jetzt auf dem Heimweg und der Arbeitstag war auf jeden Fall wieder ganz gut. Also ich habe jetzt so ungefähr 4,5 Stunden gearbeitet. Ich hatte extra schon früher angefangen, weil ich jetzt heute Mittag noch einen Therapietermin in der Heimat habe. Deswegen muss ich mich jetzt auch schon ein bisschen beeilen, weil ich etwas später Feierabend gemacht habe als geplant. Wir schreiben tatsächlich jetzt auch wieder eine neue Stelle im Team aus und darum hatte ich mich noch gekümmert. Und ja, ich melde mich gleich, wenn ich zu Hause bin. Ich habe jetzt noch kurz Zeit, bis ich losfahren muss. Ich habe gesehen, dass ich noch 15 Minuten Puffer habe, was schon mal sehr gut ist, weil meistens bin ich eigentlich eher zu spät dran. Aber ich fahre jetzt auf jeden Fall mal los. Eigentlich habe ich Montage immer gerne für mich, weil ich einfach ganz in Ruhe meine Sachen abhaken kann. Das ging an dem Tag nicht, weil ich einen Therapietermin hatte, aber das ist immer so die Zeit, die ich mir aktiv für mich nehme und das einmal im Monat, weil ich dann einfach eine Stunde lang komplett meine letzten Wochen gemeinsam mit einer Therapeutin reflektiere und danach habe ich mir die wichtigsten Dinge aus der Stunde auch noch aufgeschrieben und mir fällt es immer noch schwer, mir dafür die Zeit zu nehmen, aber ich probiere das. Auch Zeit mit meinen Eltern ist mir total wichtig, deswegen hatten wir uns hier noch gemeinsam Kuchen geholt und einen Kaffee getrunken und dann habe ich mich an die Uni-To-Dos gesetzt. Und mittlerweile ist es bei mir so, dass ich mein Handy komplett weglege und dann wirklich mehrere Stunden fokussiert an den Uni-To-Dos arbeite. Ich bin jetzt gerade dabei, eine Fallstudie zu schreiben und ich würde die gerne vor meinem Urlaub abhaken. Ich fahre Mitte September nochmal weg und bis dahin will ich das erledigt haben. Es ist aber einfach sehr viel Stoff. Ich muss jedes Mal mich neu in Aufgabenfelder reinarbeiten und mache das eben alles selbstständig, weil ich als Fernstudium Psychologie studiere und hier hatte ich ganz viel Literatur mir zusammengesucht und vieles durchgelesen, vieles aussortiert und priorisiert, was für meine Fallstudie wichtig sein wird. Generell ist das Fach Personalentwicklung und dafür habe ich mich in den Garten gesetzt und merke einfach, dass mir das total gut tut, trotzdem draußen in der Natur zu sein, an der frischen Luft und das Wetter ein bisschen parallel genießen zu können. Und abends hatte ich dann auch noch ein bisschen Familienzeit und zwar hatten wir die Wohnung von meiner Schwester eingeweiht. Zum zweiten Mal war ich jetzt dort und ich genieße die Zeit komplett und probiere mir trotz stressiger Zeiten auch Zeit dafür zu nehmen. Und bei uns gab es dann viele verschiedene Snacks. Wir hatten alle was mitgebracht.
kann euch gerne so meine Lieblingsrezepte auch nochmal in die Infobox schreiben. Die solltet ihr mittlerweile auch schon von mir kennen. Und wir haben dann einfach den Abend genossen. Es gab noch Sekt zum Anstoßen. Und abends bin ich dann noch zurück nach Mainz gefahren, weil am nächsten Tag habe ich dann wieder gearbeitet. Jetzt schon wieder Feierabend. Irgendwie melde ich mich gefühlt immer nur so bei euch. Ich hoffe, ihr könnt mich auch hören, weil ich jetzt noch an der Uniklinik bin. Und heute war auf jeden Fall ein guter Tag, weil ich jetzt auch in ein neues Programm eingearbeitet werde. Ich bin jetzt bald verantwortlich für ein Krebsprogramm, das wir innerhalb von unserer Arbeitsgruppe durchführen, und mache da dann viel in Hinsicht zu Studien. Kombination psychische Erkrankungen mit Krebserkrankungen, was ein Thema ist, womit ich mich noch so gar nicht beschäftigt habe, aber was, finde ich, sehr interessant ist, und ich glaube, ich kann auch ziemlich viel dazulernen, und deswegen wurde ich da heute eingearbeitet, und dementsprechend bin ich auch echt K.O. Also ich finde, gerade so Einarbeitung ist echt immer richtig anstrengend. Ich habe mir auch alles gut mitgeschrieben, schau mir das jetzt gleich nochmal an, und jetzt gehe ich aber erstmal nach Hause. Und zurück zu Hause probiere ich mir immer so ein paar Minuten für mich einzubauen, mir erstmal was zu trinken zu holen und auch nochmal frisch zu duschen, einfach weil wir unter dem Dach sitzen und es auf der Arbeit sehr warm werden kann. Und dann habe ich mir eine To-Do-Liste für den Tag geschrieben, damit ich einfach die Dinge priorisiere, weil, wie gesagt, es steht momentan einfach viel bei mir an, aber ich muss dann schauen, okay, was kann ich an dem Tag erledigen und was kann noch warten. Schreibe mir das Ganze auch handschriftlich auf, weil ich finde, dass man das dann nochmal viel besser vor Augen hat, als wenn man ein Handy benutzt. Und dann gab es bei mir noch einen kleinen Snack. Momentan mache ich mir einfach Dinge, die schnell gehen, weil ich einfach die Zeit sonst nicht hätte. Und dann hatte ich noch parallel ein Meeting, und zwar haben wir das jeden Dienstag. Bei mir gibt es jetzt noch einen kleinen Snack, und zwar hatte ich das Bananenbrot schon vor 1-2 Wochen gebacken und hatte das eingefroren, und das habe ich jetzt aufgetaut, einfach nochmal kurz in der Mikrowelle. Und dazu gibt es noch ein Gelato. Und das lasse ich mir jetzt mal schmecken. Und das sieht man zwar nicht hier, aber ich habe dann noch bis ungefähr um 20 Uhr mit meinen Unisachen weitergemacht und war relativ energielos nach diesem Tag. Mein Freund hat dann das Kochen übernommen, und ich bin über so Unterstützung so dankbar, weil mir das einfach dann wirklich den Stress nimmt und wir trotzdem was Frisches zu essen hatten mit viel Gemüse, und Maultaschen sind momentan auch mein Lieblingsessen, zwar sehr basic, aber ja, ich lieb's. Und am nächsten Morgen sind wir dann sehr früh wieder nach Mainz gefahren, und ich habe mir wieder probiert, ein paar Stunden für mich zu nehmen, nicht ans Handy zu gehen. Ich habe Pilates gemacht und Yoga und dann gefrühstückt. Hallo zusammen, wir haben heute schon Mittwoch, und ich bin jetzt gerade schon dabei, das Video zu schneiden, aber ich wollte noch ein paar Worte loswerden, einfach weil es dieses Mal ja ein etwas anderes Video war und auch ein kürzeres Video. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch längere Zeit überlegt, ob ich überhaupt die Woche ein Video hochlade, einfach weil ich momentan vieles unter einen Hut bekommen muss und mir deutlich mehr Stress mache als gerade so die letzten Wochen. Aber ich dachte mir, dass das eigentlich genau der richtige Moment ist, um euch zu zeigen, wie ich für mich so kleine Momente im Alltag finde, um eben ja auf mich Acht zu geben. Generell einfach, wie ich momentan mit dem Thema Stress umgehe. Wie gesagt, es gibt da bessere und schlechtere Wochen. Generell nehme ich mir ja schon vor, dass ich an dem Thema Stressmanagement arbeite. Aber wenn ich ehrlich bin, funktioniert das auch immer nur in manchen Wochen gut, und gerade wenn eben viele To-Dos anstehen, bin ich da auch immer noch sehr am Struggle mit. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich euch damit einen kleinen Einblick geben konnte oder vielleicht auch dem einen oder anderen helfen konnte, ein paar Inspirationen zu finden
und nehme euch dann nächste Woche auch wieder ganz normal hier mit auf meinem Kanal. Schreibt mir gerne wie immer eure Videowünsche auch in die Kommentare. Ich freue mich generell immer auch über Feedback von euch oder eure Gedanken. Also lasst mir das gerne noch da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.